Hi, mein Name ist Nick Schufmacher, das MX Style, sicher zu meinem MX Lifestyle und heute wieder mit einer neuen Runde Frag Nick und zwar mit den Themen, wie sieht es bei mir mit Muskelkater aus und welches Kolbenmaß hat mein Bike? Also, viel Spaß dabei! Hallihallo liebe Offroad-Sport-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde Frag Nick und ihr habt mir natürlich wieder einige Fragen gestellt, die ich natürlich hier versuchen werde, wieder zufriedenstellend für euch zu beantworten. Und die erste Frage kommt von Tim via Facebook und er fragt mich, hey Nick, wollte mal fragen, wie es bei dir aussieht mit Armpump beim Fahren und nach dem Fahren mit Muskelkater. Also Armpump habe ich ja schon hier und da sehr viel drauf eingegangen, würde ich behaupten wollen. Also bei mir ist es wahrscheinlich eher mehr ein mentales Problem. Ich will gleich den Lenker krumm reißen, ja, und habe dann am Anfang relativ Armpump, ja, weil ich es einfach übertreibe, sage ich jetzt mal, ja. Und dann nach einer gewissen Zeit, so bis zu einer halben Stunde, bin ich dann in meinem Fluss drin und dann läuft es halt, ja. Dann wird es immer besser und besser, eben je mehr Meter ich fahre. Das soweit nochmal ein kurzer Abriss zum Armpump. Wie sieht es aber mit dem Muskelkater aus? Also Muskelkater muss ich echt sagen. Ich hatte jetzt das vorletzte Wochenende das Rennen und dann 3-4 Wochen zuvor und 3 Stunden Enduro und so weiter. Also die zwei Rennen waren 3 Stunden Enduros, SOC, wenn der eine oder andere euch das was sagt. Und da habe ich eigentlich kaum noch Muskelkater, muss ich echt sagen. Manchmal ist es zwar so, abends auf dem Sofa aufstehen oder will so ein Krampf wie reinfahren oder so. Das habe ich schon ab und zu mal. Man fühlt sich auch manchmal so wie, aufstehen fällt schwer oder so. Aber direkt einen so krassen Muskelkater habe ich derzeit nicht mehr. Ja? Also sehr, sehr wenig oder in geringer Form. Und wenn er dann kommt, ist das meistens den Tag darauf noch nicht mal so spürbar. Wenn, dann kommt er irgendwie 2 Tage ja, später. Also wenn ich einen Sonntag ein Rennen hatte, geht es Montag meistens und Dienstag geht dann gar nichts mehr. Ja. Früher war das bei mir auch so, ich bin ganzen Sonntag im Deutschen Enduro-Pokal zum Beispiel unterwegs gewesen. Ja, also der Wettkampf gehabt nach Hause, dann Montagmorgen auf Arbeit und lief dann, vielleicht weil ich auch ein bisschen gestürzt bin, irgendwo einen blauen Fleck hatte, ja. Lief ich dann Montag, Dienstag und Mittwoch, ging es dann langsam wieder, aber Montag, Dienstag wie so ein Zombie auf Arbeit rum. Aua, 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 mir tut alles weh, aua, bitte, bitte. So, ja, ungefähr kann man sich's vorstellen. Wurde ich auch immer schön belächelt und ausgelacht, aber es war mir egal. Und ab Mittwoch hat sich das dann wieder eingepegelt gehabt. Aber mittlerweile muss ich sagen, von den 3 Stunden Enduros, ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber merke ich fast nichts mehr Montag, Dienstag, ja. An den Tag selber und direkt danach merke ich schon, dass ich komplett im Piep, ja, bin. Aber so muskelkatertechnisch, man fühlt sich schon ein bisschen schlaff, aber direkt einen Muskelkater habe ich dann nicht mehr. Ja, somit hoffe ich, dass ich die Frage natürlich zufriedenstellend beantworten konnte für euch, ja. Und die kommen mir direkt zur nächsten Frage und die kommt von Chris via YouTube-Kommentar. Und zwar, ich hätte eine Frage zum Kolbenwechsel einer KTM SX150 Baujahr 2015. Und zwar würde ich gern im Winter den Kolben wechseln, nur weiß ich nicht genau, welches Kolbenmaß verbaut ist. Könntest du mir da weiterhelfen? Ja, und leider muss ich sagen, ich kann jetzt nicht von jedem Modell und von jedes Bike und von jeder Motor, Baujahr und so weiter die Kolbenmaße wissen. Ich glaube, das ist auch bei KTM so, weil ich zerleg nicht. Manchmal denke ich, ihr habt den Eindruck, ich bin der Mechaniker, der jeden Tag Motoren oder sowas zerlegt. Nee, das ist bei mir auch nicht der Fall. Ich mache es auch nur nach Bedarf und bin da auch, ja, ich bin zwar gelernter Industriemeister, also gelernter Mechatroniker und Industriemeister für Mechatronik habe ich dann noch gemacht, aber ich bin jetzt kein gelernter Zweiradmechaniker, ja. Und ich kenne mich auch nicht mit jedem Modell und so weiter aus und kann dann jetzt noch jedes Kolbenmaß oder Ventilspielmaß wissen. Ich müsste das selber jetzt recherchieren und da würde ich euch auch raten. Recherchiert selber,
So lernt ihr am effektivsten. Wenn ich es euch jetzt sage und ihr schreibt es euch vielleicht auf, macht es jetzt um, aber merkt es euch dann einfach nicht so gut, wie wenn ihr es selber danach recherchiert. Soll jetzt keine faule Ausrede sein. Ja, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich weiß es einfach nicht, was das für ein Kolbenmaß hat, eine 150er. Wenn es der ein oder andere weiß, kann es gerne in die Kommentare reinschreiben, aber ich sage noch gleich dazu, ein 2015er Modell SX150, ja, ich weiß nicht, wurde der Zylinder schon mal geschliffen? Ich meine, es ist ein Baujahr 2015. Wenn es normal behandelt worden ist, wahrscheinlich noch nicht. Muss das wahrscheinlich noch nicht geschliffen werden, der Zylinder. Aber vielleicht gab es doch mal einen Fresser und es wurde vielleicht sogar so schlimm Schaden, dass es beschichtet worden hätte, müsste sein. Ihr wisst, was ich meine, ja. Ob da jetzt beschichtet ist und ein anderes Maß hat und so weiter, das kann ich ja jetzt schlecht sagen. Also, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht das Standardmaß, ich gebe es ganz ehrlich zu. Wenn es ein oder andere weiß, kann es gerne unten in die Kommentare schreiben, ja. Aber wenn ich jetzt bei jedem Frag Nick noch unheimlich Zeit reinstecken würde zu recherchieren, weiß ich auch nicht. Nämlich in den Ersatzteil. Ich habe nämlich bei mir selber mal geguckt, da bin ich selber noch, weil ich demnächst, na gut, im Winter, ich habe noch nicht die Betriebsstunden runter. Ich wollte eigentlich im Winter selber Kolben auch wechseln, aber da ich dieses Jahr nicht so viel zum Fahren gekommen bin, ich bin mehr Wettkämpfe gefahren wie Trainings, ja, habe ich die Betriebsstunden einfach nicht voll gekriegt und ich habe noch gute 30 bis 40 Betriebsstunden Zeit, einen Kolben zu wechseln, werde jetzt auch nicht einfach nur, weil ich zu viel Geld im Portemonnaie habe, was definitiv nicht der Fall ist, ja, bei wem ist schon das der Fall, werde ich jetzt einfach aus Spaß und Jux und Dollerei bei mir den Kolben wechseln. Aber ich habe selber schon mal geguckt deshalb und nämlich im Ersatzteilfinder hat man nur die Artikelnummer und zwei verschiedene Kolben drinstehen, aber nicht das Maß. Das konnte ich auch noch nicht so richtig ableiten, einfach so aus dem Handbuch heraus oder so. Und müsste da jetzt selber gucken und im Ernstfall, was man auch machen sollte beim Kolbenwechsel, natürlich rausbauen und nachmessen. Man muss dann sowieso gucken, passt denn das Kolbenspiel nach? Ja? Sollte ja so 500stel, sagt man so, ungefähr betragen. Und das Kolbenspiel also die Differenz zwischen Zylinder und Kolben. Ja, und da muss man dann dementsprechend sowieso messen, ob das noch hinhaut. Ja, mit einer Bügelmessschraube und einem 2-Punkt-Innenmesser am besten, wenn man das hat. Und, ja, übrigens, das Zeug, wenn es mir noch keiner geschickt hat währenddessen, ja, ich habe eine Amazon-Wunschliste und da sind nämlich genau solche Dinge dabei, Bügelmessschraube und 2-Punkt-Messer, weil ich möchte ja gerne im Winter trotzdem Kolben wechseln von einer 2-Takter für euch mal ein Video machen, wenn es klappt, da haben sich ja ein, zwei Leute freiwillig gemeldet, die das machen würde, wenn das Angebot noch weiter steht, würde ich das gerne umsetzen und da brauchen wir natürlich solches Equipment und ich habe das natürlich leider auch nicht. Und einige von euch wollen ja den Kanal aktiv unterstützen und das wäre hier wieder so eine gute Möglichkeit. Ihr könntet uns das Messequipment über Amazon zur Verfügung stellen, über meine Wunschliste mir zukommen lassen. Natürlich ist das kein Zwang hier, ja, ist alles freiwillig, ja. Aber das nur so als Gedankenanstoß und dann können wir ein richtig geiles Video, denke ich mal, wieder darüber machen zum überhaltenen Kolbenwechsel. Ja, so viel dazu. Leider weiß ich es nicht genau, ja, müsste das selbst jetzt intensiv recherchieren. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass ich die Fragen allgemein wieder zufriedenstellend beantworten konnte für euch. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch der Clip auch allgemein wieder gefallen hat. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, wenn ihr kein Video dieser Art mehr verpassen möchtet. Und kommentiert natürlich fleißig, wenn ihr noch Tipps, Tricks und Anregungen dazu habt. Und natürlich, wenn ihr das Kolbenmaß wisst. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Erfolg. Und sportfrei, euer Nick.